Weg zum ewigen Leben. Auszüge aus den Werken Jakob Böhmes. Das Verlangen der Elenden hörest du, Herr, ihr Herz ist gewiss, dass dein Ohr darauf merket. O du Wort des ewigen Lebens, lebe du doch selbst in mir und wirke kräftig in, durch und mit mir. Amen. Gib mir, mein Gott, dass ich aus feuriger Liebe angetrieben mich in den Krieg Jesu mit Leib, Seele und Geist ergebe und den Streit nicht scheue, bis ich die Perle erreiche. Lass mich doch nimmer zurückdenken, sondern unablässig im Gebet wachen. O Herr, lehre mich selbst den großen Ernst, den ich bei Christo gebrauchen muß, sonderlich, wenn die göttlichen Kräfte der inwendigen Welt stillstehen und die Seele nichts wirken noch gebären kann, da nur Zorn und Weltgeist wirken und hausen und meine Seele in gänzlicher Entblößung stehen muß. Da lass doch den Held im Streit mit mir sein und gib mir alsdann, dass ich Gut und Blut wagen könne, mich in die Armut Christi schicken und mit Gott und Menschen ringen. Herr, lehre mich die Verleugnung alles Sichtbaren, und dass ich mich nicht lasse erschrecken, wenn der Teufel mit seinem Schwert des irdischen Brothungers und Sorge der Nahrung auf meinen äußeren Menschen zuschläget. Lass mich dir stets vertrauen und von ganzem Herzen, und lehre mich vom Verbo Domini essen. Lehre mich, dass ich mich in die Armut und Nachfolge Christi stets schicken und in der Zeit der Versuchung bestehen mag, dass ich mich nicht nach Brot umsehe und die Welt lieb gewinne. Ach Herr, lehre mich, wie der Cherub, als der Weltgeist, der Versucher Christi und aller Gläubigen, in dieser irdischen Fleischhütte sei, der alles Eigentum abschneidet. Gib mir den Ernst, die Kraft und den Mut, dass ich ihm sein Schwert, welches Christus mit seinem Tod und Auferstehung zerbrochen, aus der Hand reiße, durch dich es wage, mein Leben hasse und nichts in dieser ganzen Welt liebe, als nur dich, mein Gott, allein, dieweil nichts den Zorn löschen kann als die Liebe. O ja, deine Liebe ist das Wasser der Sanftmut und des ewigen Lebens. Ach, gib Gnade, dass ich diese durch unablässiges Bitten, Hungern und Dürsten in mein Seelenfeuer einziehe, meinen Brand damit zu löschen, und lass mich mit keinem Gedanken davon ausgehen. Amen. O Herr, drücke mir es doch selbst fest ein, dass ich mit keinem Gedanken von deiner Liebe ausgehe und weiche, sonderlich, wenn der Zorn wütet und tobet. Ach, erlöse mich vom eigenen Willen, dass ich nicht in Eigenheit Christo vorlaufe, sondern willig nachfolge und nimmer wieder zurücksehe. Ach, mein Gott und Vater, steuere und wehre, dass der schwache Glaubensfunke, so ja schon in allen Menschen mit in die Seele eingepflanzet ist, nicht durch äußerliche Zufälle in uns unterdrückt und erstickt werde, sondern dass es zu einem hellen Brennen, Schein und Glanz in unserer Seele kommen mag. Amen. Ach Gott, ich bitte dich demütiglich, du wollest mich selbst antreiben zum steten Hunger und Gebet, dass ich mir inwendige Lichts- und Glaubenskräfte versammle, damit ich in allen Anläufen bestehen möge. Lass mich finden den engen Weg in der Armut Christi, den viele vergeblich suchen. Bewahre mich, mein Gott, vor Selbstbetrug und allen Ausschweifungen, und dass ich mich hüte vor vielem Ausgehen und Aussprechen, hingegen aber viel und ernstlich bete. Ach, waffne meine Seele und ziehe ihr Jesum an, stärke mir den Glauben und versiegle mich mit deinem heiligen Geiste in meinem Herzen. Und dieses wollest du auch tun in allen Seelen, die ich kenne. Amen.
Mein Gott, gib mir Gnade, dass wenn ich was Gutes lese oder höre, ich es vor allen Dingen in mein Seelenfeuer durch die Glaubensbegierde im Gebet einführe und es erst tief Wurzel schießen lasse, ehe ich es aus meinem Munde wieder ausgrünen lasse, damit mein inwendiger Mensch wachse, stark werde und dem äußeren Kampf anbiete, dass meine Seele mit Gott und Menschen ringen könne und ich nicht ums Zentrum herumgetrieben am Ende meinen Schaden und Versäumen finde. Ach Gott, weil die Prinzipia jetzt rege und in voller Ernte sind und der Teufel großen Zorn hat, mächtige Irrtümer in die Gemüter auszusehen, auch Zerstreuungen, Spaltungen, Neid, Bitterkeit und Verleumdung unter Brüdern anzurichten, so lass mich doch mit allen Kindern Christi ein Herz und Seele sein in Christo und ja festhalten an der Liebe, wonach der Feind hungert, sie zu verschlingen, dieweil sie sein Tod und Pestilenz ist. So befehle ich mich und alle, die ich kenne, deiner ewigen und sanften Liebe. Amen. Ach, lieber Gott, ich bitte dich demütiglich. Du wollest in Jesu Christo deinen Heiligen Geist in mir und unseren Brüdern reichlich ausgießen, damit eine rechte inwendige Festigkeit der Wahrheit und empfindlicher Schmack der wesentlichen Einwohnung göttlicher Dreiheit in uns aufgehen mag. Ach Herr, gedenke an deinen großen Namen und an deine Verheißungen. Amen. Ach Gott, gib mir ein keusches und zum Gebet stets tüchtiges Herz, das da mit allem Ernst trachtet nach dem Reiche Gottes, die Natur als den äußeren Geist überwindet, der Reinigkeit und Heiligung nachstrebt und dem Heiligen Geist alle Zeit ledig steht. O mein Gott, ich begehre, dir allein nur anzuhangen. Gib mir Gnade, dass ich unablässig bete für alle Menschen und also dem Altar Christo diene. Ach Gott, waffne mich und rüste mich aus mit deinen Kräften, dass ich in schweren Versuchungen nicht zurück in die Vernunft sehe und das Wort deiner Verheißung in meinem Herzen nicht in Zweifel fahren lasse, sondern festhalte an deiner Liebe. Lass mich doch mit Ernst hungern und dürsten nach den Lichts- und Glaubenskräften, dass ich so lange in Seufzen und Flehen bleibe, bis ich gewaffnet von dir selbst in den Weinberg gesetzt werde und nicht eher wieder den Geist der Welt zu Felde ziehe. Ich habe dann von dir in meinem Herzen gewisse Versicherung, nicht eigene Meinung, dass, wenn auch keine Kreatur in der Welt wäre, du dennoch deine Verheißungen auszuführen mächtig genug seiest und könnest deine armen Kinder wohl versorgen. Ach, liebster Gott und Vater in Christo Jesu, unserem Herrn, lass den Zorn, der entbrannt ist in den Menschen und ganze Länder will verschlingen, ausgesöhnt werden durch die Liebe in dem Tode und Blute Jesu, des erwürgten und unschuldigen Lämmleins, und lass deinen Heiligen Geist reichlich ausgegossen werden über alles Fleisch, damit deine Barmherzigkeit sehr gepriesen werde. Amen. Ach Gott, du ewige Liebe, der du zwar durch alles wohnest, aber nur in deinem Lichtsprinzipio, lass mich doch mit Ernst in die Wiedergeburt reden und durchs Feuer ins Licht mit meinem Gebet stets eindringen und nach himmlischen Kräften unaufhörlich hungern. Lass mich alle Dinge tun in Liebe und herzinniger Demut deines Geistes. Lass mich im Gebet stets dein Herz erreichen, mit Christi Fleisch und Blut alle Zeit gespeiset werden, dass meine Seele mit seiner Wesenheit begleitet werde. Ach, ewige Liebe, ich bitte dich herzinnig und demütig, du wollest meine Seele zu einem Tempel
Wohnung und Brautwagen des Heiligen Geistes, Heiligen, um Jesu Christi willen. Amen, Amen. Der du sprichst, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er's euch geben. Bittet, so werdet ihr nehmen, auf dass eure Freude vollkommen sei. O ewiger Gott, ich ergebe dir meine Seele und Gemüt in Jesum Christum und führe alle meine Kräfte, Willen und Sinn zu dir. Nimm und führe du mich selber in deinen Sohn ein. O ewiger, o heiliger Gott, heilige du doch meine Seele in Jesu Christo und führe sie darin in die ewige Ruhe. O ewige Liebe Jesu Christi, durchdringe mein Herz und Gemüt stets mit deiner Liebe, gebäre mich neu und gib mir einen gehorsamen Willen, dass ich ewig nicht mehr von dir abweiche. Amen. O großer heiliger Gott, in deine Gnade und Barmherzigkeit ersinke ich ganz und gar. Lass mich stets in deiner Liebe und Kraft leben und einergeben. Amen. Denkwürdige Erinnerungen. Lieber Mensch, alles, was du durch die Gedanken in dein Gemüt einlässest, so deiner Seelenwille nicht in Gott geaneignet ist, dass er im Glauben und Zuversicht damit auf ihn sieht, so ist dir alles Sünde, was du gedenkest, redest oder tust. Denn du führest Irdigkeit in die Tore der Tiefe deines Gemüts, da der Geist Gottes innegehet, und verunreinigest damit die Wohnungen und den Tempel Gottes in deiner Seele. Darum siehe wohl zu, was du gedenkest, redest und tust, denn du wirst für alles Gott Rechenschaft geben müssen. Was ein Mensch in seine Begierde einlässet, darinnen stehet seiner Seelenbildnis. Und ist dem Menschen Hochnot, dass er stets wider die irdische Vernunft in Fleisch und Blut streite und seinen Willengeist der Barmherzigkeit und Liebe Gottes aneigne und sich stets in Gottes Willen einwerfe und ja seine Begierde nicht ins Irdische setze. Denn es ihm die edle Bildnis Gottes so da ist, der im Willen der Seelen wieder angeglimmerte Liebesfunke göttlicher Kraft in seiner Seelen zerstöret und ihn zum Greuel machet. Die Bildnis Gottes im Menschen ist, wann sie sich stets mit Herz, Sinn, Gedanken und Begierden ganz in Gottes heiligen Willen einwirft und darinnen bleibet, so mächtig und kräftig, dass sie die Natur bändiget, dass ihr die Einflüsse des Gestirns in der Vernunft und Sinnen gehorsam sind. Wann das Gemüt in eigener Begierde des irdischen Lebens gefangen stehet, so mag es Gottes Wille nicht ergreifen. Es lauft nur in der Eigenheit und Selbheit von einem Wege in den andern und findet doch keine Ruhe. Denn die eigene Begierde immer da Unruhe einführet. Darum ist kein Rat übrig, als durch das Absterben aller eigenen Begierde und irdischen Willens wieder zur Ruhe in Gott einzugehen. Denn wann die Seele aus ihren Begierden ausgehet, so fänget der Geist Gottes an, in ihr zu leben, und sie siehet ihm in allem gehorsamiglich nach. Ein rechter Ernst des Gemüts aus allem irdischen Wesen mit Herz, Sinnen, Gedanken und Begierden aus und zu Gott einzudringen, ist die wahre Buße. Des menschlichen Gemüts Begierde ist frei und gebiert einen Willen vom Hören und Anschauen, daraus entstehe die Einbildung und Lust. Darum hat der Mensch müssen probiert werden und wird noch probiert, weil sich sobald ein Gedanke zu Zorn als zu Liebe darin entfasset und gebiert.
Der Teufel hat das Regiment der Wurzel zum Feuerleben der Seelen, daraus Hoffart, Geiz, Neid und Zorn oder der eigene natürliche und kreatürliche Wille geboren wird, die kann er, so oft die Seele mit Gedanken und Einführung ins Gemüte sich darinnen entzündet, besitzen. Christus hat den Tod zerbrochen, die Hölle zerstört, den Teufel gefangen genommen, das muss er auch in uns tun, sollen wir in Wahrheit Gottes Kinder werden. Christus ist die wahre Religion, da der Heilige Geist ausgeht und den Menschen leitet und führet in alle Wahrheit. Christus hat den Tod zerbrochen und hält mit dem neuen Leibe in Gottes Liebe den Zornquall in unserer Seele gefangen, dass wir nun anders nichts tun dürfen, als dass wir mit starker Zuversicht und Glauben zu ihm durch Hölle und Tod aus unserem irdischen Fleisch und Blut zu ihm in das Reich seiner Liebe eindringen. So empfähet unsere Seele seine Liebe und grünet mit durch den Tod, stehet auf dem irdischen Monde als Fleisch und Blut und ist ein Gewächse in Gottes Reiche, im Leibe Jesu Christi, und triumphiert über den Grimm. Denn die Liebe hält den Grimm gefangen und ist des Todes Spott. Christus ist auch ein Herr über das Reich dieser Welt, denn er hat alles in vollkommener Allmacht und kann all unser Tun segnen und mehren, ist nicht von uns getrennet, sondern wenn unser Gemüt zu ihm geaneiget ist, so sind wir an Leib und Seele gesegnet. Wo aber nicht, so ist der Fluch und Gottes Zorn in allen Dingen und Essen an aller Frucht dem Tod. Darum beten wir, dass uns Gott wolle in Christo gesegnen unsere Speise und Trank, auch Leib und Seele, und das ist recht. Kreuz und Elend ist aller, wider den Teufel, die Welt und ihr eigen Fleisch und Blut, im Streit lebenden Menschen täglich Frühstück. Des Menschen Seele isset entweder von dem in ihr durch die Gedanken und Einbildungen wirkenden Naturgeist ihrer Komplexion oder von Gottes Liebefeuer der himmlischen Leiblichkeit und Wesenheit, so da ist Christi Fleisch und Blut. Von welchem unter beiden sie nun isset oder von welchem ihr Feuerleben entzündet wird und brennet, nach demselben führe das Seelenleben das Regiment und wirket durch die Vernunft bös und gut oder durch die Gnade Gottes in Christo Jesu Heiligkeit und Gerechtigkeit. In der Sanftmut und Demut stehe das Reich der Himmel mit der englischen Welt und die Kraft des Herzens Gottes. Die Demut ist eine Mutter der Liebe und des Lichts, ja, sie ist der Majestät Speise und Stärke. Christus hat uns darum Demut, Liebe und Reinigkeit des Herzens, wie auch Barmherzigsein gelehrt, und allein Gottes Willen suchen und uns gänzlich darein ergeben heißen, weil wir sonsten gleich in den Gedanken und Einbildungen oder unserem begehrenden Willen gefangen werden und aus Gott ausgehen, da wir doch in Gottes Willen alles vermögen. Gott bedarf keines anderen Dienstes, als dass ich sein Geschöpfe, welches in seinem Leibe ist, nicht von ihm verrücke, sondern heilig sei, wie er ist. Darum gab auch Gott den Juden das Gesetz, dass sie sich sollten der sanften Heiligkeit und Liebe befleißen, damit die ganze Welt einen Spiegel an ihnen hätte. Als sie aber in Hoffart gerieten und rühmten sich ihre Geburt für die Liebe und machten aus dem Gesetz der Liebe eine Schärfe des Zorns, so stieß ihnen Gott den Leuchter weg und zog zu den Heiden.
Wann die Seele das göttliche Licht und Erkenntnis in des Menschen Gemüte bringen will und in dessen Kraft den Teufel überwinden, so muss sie gar hart kämpfen und streiten und hat gar einen engen Steig hindurch. Sie wird oft vom Teufel zu Boden geschlagen, aber sie muss stehen als ein Ritter in der Schlacht. So sie dann sieget, so hat sie den Teufel überwunden, sieget aber der Teufel, so wird die Seele gefangen. Weil aber die fleischliche Geburt nicht der Seelen eigen Haus ist und sie dasselbe nicht erblich besitzen kann wie der Teufel, so wäre der Kampf so lange, als das Fleischhaus wäret. Wann aber das Fleischhaus zerstöret wird und die Seele noch in ihrem Hause unüberwunden und ungefangen frei ist, so hat der Streit ein Ende und muß der Teufel ewig von diesem Geiste weichen. Die Gottheit vermögen die natürlichen Kräfte der menschlichen Seelen nicht zu ergreifen, dann der Fluch und das Zornfeuer liegen davor wie eine starke Mauer, und muß diese Mauer mit hartem Sturme zersprenget werden, wollen die siderischen Seelenkräfte hineinsehen. Dem wahren Seelengeiste aber steht die Tür offen. Als ich endlich in großer Trübsal meinen Geist einstens ernstlich in Gott erhub, als mit einem großen Sturme und mein ganz Herz und Gemüt samt allen anderen Gedanken und Willen sich alles darein schloss, ohne Nachlassen mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu ringen und nicht aufzuhören, er segnete mich denn. Das ist, er erleuchtete mich dann mit seinem Heiligen Geiste, damit ich seinen Willen möchte verstehen und meiner Traurigkeit loswerden, da brach der Geist durch. Als ich aber in meinem angesetzten Eifer allzu hart wider Gott und aller Höllenpforten stürmte, als während meiner Kräfte noch mehr vorhanden, in Willens das Leben daran zu setzen, welches freilich nicht mein Vermögen wäre gewesen, ohne des Geistes Gottes Beistand, alsbald, nach etlichen harten Stürmen, ist mein Geist durch der Höllenpforten durchgebrochen, bis in die innerste Geburt der Gottheit und all damit lieb umfangen worden, wie ein Bräutigam seine liebe Braut umfähet. Was aber für ein Triumphieren in dem Geiste gewesen sei, kann ich nicht schreiben oder reden. Es lässet sich auch mit nichts vergleichen, als nur mit dem, wo mitten im Tode das Leben geboren wird, und vergleichet sich der Auferstehung von den Toten. In diesem Lichte hat mein Geist alsbald durch alles gesehen und an allen Kreaturen, sowohl an Kraut und Grase, Gott erkannt, wer der sei und wie er sei und was sein Wille sei. Auch so ist alsbald in diesem Lichte mein Wille gewachsen mit großem Trieb, das Wesen Gottes zu beschreiben. Weil ich aber nicht alsbald die tiefen Geburten Gottes in ihrem Wesen konnte fassen und in meiner Vernunft begreifen, so hat sich's wohl 12 Jahre verzogen, ehe mir ist der rechte Verstand gegeben worden. Und ist gegangen wie mit einem jungen Baume, den man in die Erde pflanzet, der ist erstlich jung und zart und hat ein freundlich Ansehen, sonderlich, wenn er sich zum Gewächse wohl anlässet. Er träget aber nicht allzubald Früchte, und ob er gleich blühet, so fallen sie doch ab. Es geht auch mancher kalte Wind, Frost, Schnee und Ungewitter darüber, ehe er wächset und Früchte träget. Also ist's diesem Geiste auch ergangen. Das erste Feuer war nur ein Same, aber nicht ein immer beharrlich Licht. Es ist seit der Zeit mancher raue, kalte Wind darüber gegangen, aber der Wille ist nie erloschen. Es hat sich dieser Baum auch oft versucht, ob er möchte Früchte tragen und mit Blühen sich erzeigt, aber die Blüte ist vom Baume abgeschlagen worden, bis auf diese Stunde, da stehet er in seiner ersten Frucht im Gewächse.
Willst du wieder den Zorn Gottes in dir kämpfen, so musst du den Helm des Gehorsams und der Liebe anziehen. Sonst brichst du nicht durch, durch das Reich der Finsternis und der Sternen und Elementen. Brichst du aber nicht durch, so ist dein Streit umsonst und bleibest einmal ein Diener des Teufels wie das andere. Was hilft dir deine Wissenschaft, wann du nicht drin willst streiten? Nichts. Es ist eben, als wann einer einen großen Schatz wüsste und suchte denselben nicht, ob er den gleichwohl könnte bekommen, und stürbe Hungers bei seiner Wissenschaft. Das sagt der Geist. Viele Heiden, die deine Wissenschaft nicht haben und streiten aber wieder den Grimm in ihnen, werden dir das Himmelreich zuvor besitzen. Das Beste des Himmels, so im Fall des Menschen in der Seele zwischen die klare Gottheit und die verderbte Natur gesetzt, ist ein hartes Schloss. Durch diese musst du durchbrechen, wann du zu Gott willst, es geschehe nun im Leben oder Sterben. Dass du Gott nicht gänzlich siehest und erkennest, das ist der Sündenursach, mit welchen du im Toden Fleisch und Blute verschlossen liegst, und ist dir die Kraft der Gottheit verborgen, gleich wie das Mark in den Beinen dem Fleisch verborgen ist. So du aber im Geiste durchbrichst durch den Tod des Fleisches, so siehst du den verborgenen Gott. Gleich wie das Mark in Beinen durchbricht und gibt dem Fleisch Kraft und Stärke, und das Fleisch kann doch nicht das Mark ergreifen, sondern nur seine Kraft. Also auch du kannst die verborgene Gottheit im Fleische nicht sehen, sondern du empfahrest ihre Kraft und verstehest darinnen, dass Gott in dir wohnet. Denn das tote Fleisch gehöret nicht in die Geburt des Lebens, dass es das Leben des Lichts eigentümlich empfinge, sondern das Leben des Lichts in Gott gehet in dem toten Fleische auf und gebiert ihm aus dem toten Fleische einen anderen himmlischen und lebendigen Leib, welcher das Licht kennet und verstehet. Dann der äußere Leib ist nur die Hülse, daraus der neue wächst. Der neue Leib wächst aus der himmlischen Wesenheit im Worte, aus dem Fleisch und Blute Christi, aus dem Geheimnis des alten Leibes. Gleich wie mit dem Weizenkorne in der Erden, die Hülse aber wird nicht wieder aufstehen und lebendig werden, gleich wie auch am Weizenkorn nicht geschieht, sondern wird ewig im Tode in der Höllen bleiben. Darum trägt der Mensch des Teufels ewiges Wohnhaus all hier auf Erden in seinem Leibe mit sich. Du magst wohl damit prangen, du schöne Göttin, und magst den Teufel derweil in dieser Geburt zu Gaste laden, es wird dir viel Nutzen schaffen, schaue zu, dass du nicht einen neuen Teufel gebierest, der in seinem eigenen Hause bleibe. Wann du ansiehest die Tiefe, die Sterne, die Elemente und die Erde, so begreifest du mit deinen Augen nicht die helle und klare Gottheit, ob sie wohl all da und darinnen ist, sondern du siehest und begreifest mit deinen Augen erstlich den Tod, danach den Zorn Gottes und das höllische Feuer. So du aber deine Gedanken erhebest und denkest, wo Gott sei, so ergreifest du die siderische Geburt, da Lieb und Zorn gegeneinander wallen. Wann du aber den Glauben schöpfest an den Gott, der in Heiligkeit in diesem Regimente regieret, so brichst du durch den Himmel und ergreifest Gott in dir selber bei seinem heiligen Herzen. Wann du den heiligen Gott in seinem Himmel von ganzem Herzen, Seele, Gemüt und allen Kräften anbetest, so betest du ihn in dem Himmel, der in dir ist, an, und derselbe Gott bricht mit seinem Lichte und darinne der Heilige Geist durch in dein Herze und gebiere deine Seele zu einem neuen Leibe Gottes, der mit Gott in seinem Himmel herrschet. So du aber gottlos bist, so ist deine Geburt des Himmels nicht fähig,
sondern des Zorns und bleibe dem andern Teil der siderischen Geburt, wo der ernste und strenge Zorn und Feuerquell aufgehet und bis dem Tode verriegelt, so lange, bis du durch den Himmel brichst und lebest mit Gott. Dann, an der Stelle, da der Himmel oder Gott in dir sein sollte, hast du die Hölle und den Zornteufel sitzen, so du aber durch unablässiges Seufzen, Beten und Flehen durchbrichst, so muß er allda weichen, und herrschet der Heilige Geist in diesem Sitze, und in dem anderen Teile der Grimmigkeit ficht dich der Teufel an, denn es ist sein Nest, und der Heilige Geist tut ihm Widerstand. Und der neue Mensch liegt in seinem Himmel unter dem Schutze des Heiligen Geistes verborgen, und der Teufel kennet den neuen Menschen nicht, denn er ist nicht in seinem Hause, sondern im Himmel, in der Feste Gottes. Ende Teil 1.